Hallo zusammen, ich bin die Gözde und willkommen zum Christmas Countdown. Für alle, die noch nichts von diesem Christmas Countdown gehört haben, ich habe mich mit ein paar sehr wundervollen Mädels hier auf YouTube zusammengetan und wir haben für euch diese Videoreihe gemacht. Jeden Tag wird in dieser Weihnachtszeit ein Video kommen bis zum 24. Am 24. wird etwas riesengroßes verlost und zwar diese Kamera hier, die hätte ich auch so gerne. Die wird an euch verlost. Dafür müsst ihr in jedem Video Sternchen zählen. Wenn ihr in jedem Video die Sternchen gezählt habt und alle zusammen addiert und an die unten angegebene E-Mail-Adresse schickt und diese Zahl korrekt ist, dann habt ihr die Chance, diese Kamera zu gewinnen. Außerdem gibt es in sehr, sehr vielen Videos in dieser Reihe wundervolle Verlosungen. In meinem Video gibt es auch eine Verlosung an euch. Zu der Verlosung kommen wir am Ende des Videos. Legen wir los mit meinen 5 Weihnachts-Must-Haves. Das allererste, was ich euch zeigen möchte, riecht wirklich sehr, sehr toll. Da gibt es verschiedene Duftrichtungen. Das, was ich euch zeigen wollte, sind diese Duftplättchen. Da gibt es wirklich verschiedene Farben. Die bekommt man in Baumärkten. Also bei mir gibt es die in verschiedenen Baumärkten. Diese Plättchen gibt es wirklich in jeder Duftrichtung. Ich liebe sie und kaufe mir immer die größte Packung. Davon hat man wirklich sehr, sehr lange was und diese Duftplättchen sind wirklich sehr, sehr intensiv. Ich habe einige von diesen Kerzenhaltern, wo man die Duftplättchen reintut, unten ein Teelicht. Dann kann man das Ganze wirklich den ganzen Tag hinüber nutzen. Riecht wirklich sehr, sehr toll. Besonders in der Winterzeit benutze ich gerne die orangenen und die beigen und die etwas hellbraunen. Das sind die hier. Die riechen wirklich sehr, sehr weihnachtlich. Benutze ich wirklich sehr gerne. Kann ich eigentlich das ganze Jahr hinüber benutzen, aber im Winter ist so die perfekte Zeit dafür. Dann habe ich einige weihnachtliche Kosmetikprodukte. Auf jeden Fall gehört dazu mein Betty Luminizer. Benutze ich wirklich die ganze Zeit, besonders im Winter. Im Sommer benutze ich die liebe Betty auch sehr gerne, aber im Winter ist das so für mich ein Must-Have. Ich liebe das, wenn die Haut so schön glitzert und Betty mache ich wirklich hier auf die ganze Wange und hier benutze ich die Mary, aber Mary Luminizer kennt ihr ja alle. Betty ist wirklich ein ultra Must-Have für mich an Weihnachten. Dann liebe ich sehr, sehr gerne rötliche Lidschatten auf den Augen an Weihnachten. Dazu habe ich zum Beispiel einen Lidschatten, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, von Kiko, die Nummer 133. Dazu habe ich auch einen Look geschminkt, kann ich euch auch unten verlinken. Ich liebe diesen Lidschatten. Etwas so ähnliches habe ich von Jafra und zwar ist das so eine Dreierpalette. Da sind wirklich sehr schöne Farben drin, aber besonders dieser Rotton in der Mitte ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist die Palette Cappuccino. Und trage ich heute auch. So sieht das Ganze aus. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und den dunklen Ton trage ich hier unten am Wimpernkranz. Ich liebe rote Lidschatten an Weihnachten. Natürlich ist die Weihnachtszeit auch Teezeit. Ich liebe am allermeisten von Teekanne spanische Orange. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Benutze ich ohne Zucker. Ist von sich aus schon etwas süß. Hat man einen Orange- und Pfirsichgeschmack. Liebe ich wirklich sehr und die Packung ist auch schon fast alle, aber kaufe ich mir immer und immer wieder nach. Natürlich kann man im Winter nicht auf süße Pullis verzichten. Ich liebe zurzeit am allermeisten mein Pulli von H&M. Hatte ich auch schon in einem Video an. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Da sind ein paar Glitzerpartikel mit drin und ich liebe diesen Kragen. Sieht wirklich wunderschön aus, wie ich finde. Und passt so gut wie zu allen Hosen und auch zu einem Rock, finde ich wirklich sehr, sehr schön und sehr kuschelig, obwohl da diese Metallpartikel mit drin sind. Das, was das Oberteil zum Glitzern bringt, trotzdem ist das wirklich sehr, sehr kuschelig. Dann habe ich noch so einen Fusselpullover, was mich wirklich an so einen Engel erinnert, an so Engelflügel. Liebe ich wirklich sehr. Übertrieben kuschelig. Ich habe euch die Dinge gezeigt, die ich im Winter wirklich sehr, sehr gerne bei mir habe. Sei es Tee, Oberteile, Schminke, was auch immer. Aber eins ist wirklich am allerwichtigsten an Weihnachten. Nehmt euch die Zeit für eure Familie, für eure allerwichtigsten Personen, für eure Freunde.
Das ist nämlich das Allerwichtigste. Auch wenn man sich gegenseitig nichts Großes schenken möchte, kann man sich Zeit schenken. Und das ist das Allerwichtigste. Tage werden kürzer, es wird draußen so schnell dunkel. Trotzdem sollte man sich die Zeit nehmen und mit Freunden ausgehen, etwas machen, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken, Schokolade essen. Darauf freue ich mich immer am meisten. So, dann kommen wir auch schon zu meiner Verlosung. Und zwar verlose ich ein Pinselset von Luvia. Da sind 12 vegane Pinsel dabei. Das Set nennt sich Bamboos Root. Das Ganze kommt in einer wirklich sehr süßen Tasche, wo man die Pinsel reintun kann und mit auf Reisen nehmen kann. Ich werde euch das Ganze zukommen lassen. Ich werde nach dem Zufallsprinzip jemanden aus den Kommentaren rauswählen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was für euch das Allerwichtigste an Weihnachten ist. Freue mich sehr, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, und meinen Kanal könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Vergesst nicht, die Sternchen zu zählen. Vor mir war die Sevin dran gestern. Da bekommt ihr auch ein wundervolles Video. Außerdem ist morgen nach mir die Kim dran. Da findet ihr auch ein Türchen zu diesem Adventskalender. Alle Videos, die bis jetzt zu diesem Adventskalender online gekommen sind, findet ihr unten in der Infobox. Zählt fleißig die Sternchen, damit ihr am Ende die Summe haben könnt, die richtige Summe, die ihr dann an die E-Mail-Adresse senden könnt, um die wundervolle Kamera zu gewinnen. Das ist wirklich eine wundervolle Aktion. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei den anderen Mädels auch vorbeischaut. Wünsche euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Macht's gut und bis dann. Tschüss!